Der Weg über das Dimmelsjoch gilt als eine Nord-Süd-Verbindung mit langer Geschichte. Funde bezeugen die Begehung des Passes bereits in vorchristlicher Zeit. Das museale Konzept der Dimmelsjoch-Erfahrung besteht aus 6 Museen entlang der Dimmelsjoch-Hochalpenstraße, auf Südtiroler wie auch auf Nordtiroler Seite, die die Geschichte und Geschichten über das Dimmelsjoch erzählen. Einst führten Pfade über das Joch vom Südtiroler Passaertal hinüber ins Ötztal, bis schließlich 1968 die ersten PKWs über den Übergang rollten. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums wurde nun mit dem Bau des Dimmel-Transit-Museums der Abschluss des Konzeptes der sprichwörtlichen Dimmelsjoch-Erfahrung realisiert und soll somit als verbindendes Element zwischen den Regionen Europas dienen. Also das Dimmel Transit, diese museale Struktur, die jetzt eröffnet wurde im Zuge des 50-jährigen Jubiläums der Dimmelsjochstraße, zeigt in seiner Ausstellung eigentlich die ganze Straßenbaugeschichte der Dimmelsjochstraße, vor allem auf Südtiroler Seite. Sie ist gewidmet den ganzen Straßenbauarbeitern, die in den letzten Jahrzehnten hier bei ganz lebenswidrigen Bedingungen geschuftet haben. Man muss ja wissen, einige Arbeiter sind beim Bau der Dimmelsjochstraße schwer verletzt worden, sind daran gestorben, und genau in diesen Arbeitern ist diese Ausstellung, diese museale Struktur gewidmet. Des Weiteren zeigen wir hier in der Ausstellung einen einstündigen Film, gedreht vom Seilregisseur Philipp Bamer. Sind Zeitzeugeninterviews, 10 Ötztaler, 10 Passaierer, die den Bau der Dimmelsjochstraße noch miterlebt haben und die von ihren Erlebnissen berichten. Ganz emotional und auf jeden Fall sehr sehenswert. Es handelt sich hier um eine alte Militärkaserne, die vom Architekt Scholl eingefroren wurde. Uns ist es hier gelungen, in dieses Kriegsobjekt dieses zu transzendieren in ein Gebäude, in dem wir Bildung und Informationen hineinbringen konnten. Also die Außenfassade wurde, wie gesagt, vom Herrn Scholl, dem Architekt, der auch die 5 anderen Minimuseen durch die Dimmelsjoch-Erfahrung schon konstruiert hat, eingefroren, wurde so belassen. Also der Rundgang der Ausstellung verläuft durch die alte Kaserne, die im Zustand belassen wurde, wie sie vorgefunden wurde. 40 Jahre lang war für den Zwieselsteiner Georg Santer sein Arbeitsplatz die Mautstelle in Hochgogel. Mit Ende des Jahres tritt er seinen Ruhestand an und hat somit fast sein gesamtes Arbeitsleben am Dimmelsjoch verbracht und ist somit Teil seiner Geschichte. Ja, es hat sich mehr oder weniger alles am Dimmelsjoch oben abgespielt, wie die Grenzen da zu waren. Da war es sehr interessant, mit italienischen Zöllnern, mit unseren Zöllnern. Und da war eine Kantine rum und eine Kaserne, wo die Zöllner halt geschlafen haben, die italienischen. Da sind wir sehr oft eingeladen worden zum Nudeln essen. Einmal die Woche fast ein Schafbratl essen, weil da sind die Schafe selber in die Haustiere gekommen, fast, dass man sie in die Pfanne hinten tut. Da sind wir immer eingeladen worden zum Essen. Da haben die Waldschen Finanzer seine Rache gegangen in die Kaserne, haben einen Zettel geschrieben. Und den haben sie auf der Matte abgegeben, dass wir eingeladen sind zum Abendessen. Und da wir haben wirklich einen super Kontakt gehabt, eigentlich heute noch, mit vielen Waldschen Finanzern. Und wir sagen, wir haben sehr viel miteinander getan und tun immer noch. Und wir sagen, das war echt gewaltig. Auch in der Kantine hat sie alles getroffen. Die Südtiroler bis St. Martin oder da bis Selden. Da ist eigentlich alles zusammengekommen. Da hat es 2 Veranstaltungen gegeben. Im Frühjahr das Fiegelrennen. Einmal auf der Inselseite und ein Jahr später auf der nächsten Seite. Und dann das Preiswarten. Südtirol, Nordtirol. Das hat sich eigentlich wirklich alles da oben abgespielt. Es ist natürlich, sage ich jetzt einmal, relativ selten, dass einer sagen wir, 40 Jahre wirklich dabei ist in einer Firma. Also wir haben unseren Mautleiter Georg Santer, ja, der in den verdienten Ruhestand dann geht. Also werden wir in einem Monat verabschieden.
Also 40 Jahre, das ist schon eine lange Zeit und man hat also da einen super Mitarbeiter gehabt, auf den man sich hundertprozentig verlassen hat können. Und ja, jetzt ist halt einmal Zeit, dass er in den Ruhestand geht. Für Tim Sjoch, für mich, ist eigentlich jetzt, wie ich es erlebe, eine Verbindung. Also es ist keine Grenze, wie es früher war. Das Tim Sjoch ist die Verbindung von Süden nach Norden und die Verbindung der Passaierer zu den Ötztalern, die ja schon seit Jahrzehnten immer gute Verbindungen gepflegt haben. Das ist Tim Sjoch, die geheime Lücke, sage ich jetzt mal, neben dem Brenner, das relativ bekannt ist, oder der Reschenpass, der relativ bekannt ist, hat man eben dann noch ein Tal außersehend eine Verbindung ins Südtirol zu machen. Ja. Und ich sage jetzt mal, das war wirklich die Vision unserer Pioniere, die also da eine Straße hat entstehen lassen, die für den Verkehr, sage ich jetzt mal, beim Verkehr ist man natürlich schon immer ein bisschen in den Kritikpunkten, aber bei uns herinnen passiert ohne Verkehr gar nichts. Ja. Und wenn man da in andere Täler schaut, sage ich jetzt einmal, die also sich das wünschen, wahrscheinlich würden das, was wir hier als grenzüberschreitende Geschichte haben. Also, und das ganze Tal profitiert natürlich davon. Und es ist einfach schön, dass man da so etwas Grenzverbindendes hat, auch für die Bevölkerung, vor allem für die einheimische Bevölkerung.